Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 2 Remastered. Mein Name ist Michael und wir spielen natürlich weiter, wo wir aufgehört haben. Wir sind jetzt mit Abby unterwegs und ja, sind jetzt hier entkommen, die uns die letzte Folge beschossen haben. Sind sie uns hier, haben uns hier in der Halle verkrochen und gucken, wie es hier weitergeht, Leute. Mit der Abby. So, so. Ah, Münze. 1792, nee, 2002. Okay. Hey, Abs. Hier gibt's genug Zeug für eine Rohrbombe. Oh. Verstanden. Vielleicht hätten wir es draußen riskieren sollen. Nee, wir packen das. Rohrbombe. So, so. Halloween. Ah, da ist auf jeden Fall irgendwas, sonst, weil sie die Waffe gezogen hat. Hier gibt es zu viele Verstecke. Leute, hier ist jemand infiziert. Na ja. Machen wir schon platt, Junge. Die machen wir schon platt. Ich bin immer aus dem Weg, mein Gott. Sehr gut. Also fein immer. Alles sauber? Ja. Sauber. Das ist so viel besser als Mescal und ein Zeichentrickfilm. Was? Nichts. Was? Hallo Hundi. Mal gucken, was wir hier haben noch. Leute, seht mal da oben. Ja, ja. Seht ihr das Licht?
Ja. Könnte ein Ausgang sein. Ich kletter hoch und sehe es mir an. So. Anzeige. Helligkeit. Ne, hier ist das nicht. Ach, keine Ahnung. Gibt's hier noch ein paar kleine Matten, die hier rumliegen? Bestimmt habe ich wieder irgendwo was vergessen. Wir nehmen eine Röhrsche mit, oder? Wir lassen erstmal. Moment mal, Moment. Da kommen da gleich noch welche, ne? Dann will ich erstmal das hier zum Draufschlagen. Habe ich hier noch was liegen lassen? Ich weiß es nicht. Nö. Klettern wir ja mal hoch, ne? Na los. Naja. Erst 10? Ich habe viel mehr schon eingesammelt. Als nur 10. Lol. Habe ich meine Waffe schon ausgerüstet oder sowas? Nicht, dass ich wüsste. Ich verfickte Scheiße sagen? Ja. Verfickte Scheiße. Verschwinden wir von hier. Ah, verfickte Scheiße. So. Darf ich verfickte Scheiße sagen? Wuffi.
Wuffili, Wuffila. Wo ich jetzt mal die Keule liegen lassen hier? So eine Scheiße. Da liegt ein Holzbrett, aber das wollte ich nicht haben. Nee. Ich wollte... Ich glaube, das ist weg. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Nee, das wieder so ein Holzding. Nee. Ah, ist doch kacke. Ich weiß. Stupili, Stupila. Ah, jetzt wieder so ein Holzding. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Toll, ey. Na toll. Ah, toll, ne? Ist auch nicht besser, der Hammer. Oh. Hey. Wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir 29. Na gut, gehen wir weiter. Manny. Klar doch. Ladies first. In einem Monat passe ich da nicht mehr durch. Na los, Abs. Ich dachte, Ladies first. Schauen wir uns mal hier um. Das ist wie das Gewächshaus deines Dads. Ja, nicht. Die Pflanzen hier leben. Stimmt wohl. Weißt du was? Das ist gut. Ihr braucht etwas, das euch zusammenschweißt. Klappe, Manny. Funktioniert doch schon. Eine Minze. Hey, ich kenne ein gutes Trinkspiel, das man mit denen spielen kann. Vielleicht später. Vielleicht später, Manny.
Okay. Ich weiß, wo es lang geht, Manny. Die Basis ist da vorn. Keine Scars in Sicht. Sie sind da draußen. Ja. Gehen wir weiter. So. Wisst ihr noch, wie es war, als man hier nicht von Scars angefallen wurde? Vermisst du jetzt den Waffenstillstand? War ruhiger, hä? Zu ruhig. Wir wurden nachlässig und sie knüpften ein ganzes Team auf. Das ist passiert, weil wir die Kinder erschossen haben. Okay, aber diese Kinder haben sie angegriffen. Was würdest du tun? Ich weiß nicht, sie nicht einfach abknallen? Tja, ich würde unsere Leute retten. Manny, das sind Kinder, es ist nicht ihre Schuld. Richtig. Unsere auch nicht. Die Toten gehen auf sie. Okay. Komische Ansicht hier. Ich will ja nicht unken. Baby. Aber hier ist es Manny. Sehr ruhig. Haltet die Augen offen. Irgendwas blockiert die Tür. Vielleicht kommen wir woanders rein. Hier oben. Manny, sieh da oben nach. Ja, okay. Und? Das Kabel hat sich verhakt. Los, komm hoch. Mel, bleib bei Alice. Ich versuche die Tür aufzukriegen. Sucht euch einen anderen Eingang. Cool. Vorsichtig. Und? Keine Scars zu sehen. Vielleicht sind sie weg. Oh. Geh tief runter. Ja, ja, das stimmt. Dann mal los. Okay, Mel. Wir sind drin. Ich bin an der Tür. Na ja. Komm sofort. Jetzt haben wir erstmal alles ein hier. Nichts mehr. Ah doch, hier. Ups. Wow. Sieh dir das an. Das ist eine Bootswerkstatt. Das sollten wir uns merken. Das Kommando sucht immer nach Ersatzteilen. Oh, hier ist Dings.
Nee. Nee, der kommt gleich. Okay. Weißt du, mein Vater fuhr auf so einem Boot zum Fisch. Mir wurde jedes Mal schlecht. Ich hab's gehasst. Manny, werd bloß nicht schwanger. Ich geb mein Bestes. So, so. Was für die Stabilität getan und Magazin. Yes. So. Okay. Ich hatte es. Los! Ich stütze sein Pferd. Oh, shit. Tut mir leid. Oh. Alles okay? Ja. Kurbel gebrochen. Und jetzt? Eddie, da. Manny, halt durch. Wir finden einen Weg aufs Dach. Okay. So, genießt du die Fahrt mit uns? Tja. Erinnere mich dran, Manny zu danken. Ich bin froh, dass ich dabei bin. Ich helfe lieber, als nur von so etwas zu hören. Hey, Mel. Ich helfe dir da hoch. Vielleicht ist was in dem Raum. Hey, warum gehst du mir aus dem Weg? Das mache ich gar nicht. Komm schon, du hast seit Jackson kaum ein Wort zu mir gesagt. Ich weiß nicht. Ich schätze, ich war auch von Jackson geschockt. Meinst du, Joel hatte das nicht verdient? Er hätte Schlimmeres verdient, aber ich wäre lieber nicht dabei gewesen. Verstehe. Wärst du so etwas fähig, hm? Das meinte ich nicht. Mal sehen, ob wir zu Luca kommen. Okay. Okay. Hoch mit dir! Ich hab's! Ist da was? Was machst du da? Ich bring uns hier raus. Okay, aber langsam. Ein Vorteil, schwanger zu sein? Mein niedriger Schwerpunkt. Ich nehme dich beim Wort. Geschafft. Wie, du hast nicht mehr geguckt? Was? Okay, wir kommen der Luke näher. Mal sehen. Mal sehen. So, Leiter platzieren. Hey, schlau. Naja.
Was denkst du denn? Was haben wir denn hier Schönes? Aha. Das erinnert mich an Owens Boot. Ja, machen wir gleich schon. Okay, sieht gut aus. Sehen. Geh tief runter. Schlimm mit der Höhenangst? Besonders wenn ich runtersehe. So. Da sind sie. Manny, wir sind gleich da. Okay. Ja, die Basis endlich. Fast geschafft. Wir können bestimmt über die Gleise. Sollen wir erst vom Dach runter? Bitte. Es ist schwer vorstellbar, dass du Angst vor was hast. Ich bin nicht so furchtlos, wie du denkst. Jetzt hör auf. Deine Operation, das könnte ich nie. Hätte zu viel Angst, es zu vermasseln. Glaubst du, mir geht's anders? Nun ja. Mein Dad hat immer gesagt, du wärst seine beste Studentin. Jetzt? Tja, du meintest ja immer, er wäre ein Idiot. Komm. Alice, braves Mädchen. Wurde auch Zeit, dass ihr das hinkriegt. Sei nicht ruhig hier, was? Ja, gefällt mir nicht. Gut. Wir sind fast an der Basis. Mann. Wenn wir wieder zu Hause sind, hau ich mich auf die Couch, zieh mir einen Film rein und sauf mich ins Koma. Aha, welche Drinks? Welcher Film? Ha, sehr neugierig. Der Film ist der mit dem, Mädchen und dem Wolf. Ach, den liebe ich. Und der Drink? Meinen Mezcal von der Party letzte Woche. Verzeihung. Du meinst unseren Mezcal. Si. Ich lass dir was übrig. Ach, jetzt hätte ich echt Lust auf einen Drink. Wenn ich nicht schwanger wäre. Und auf der Flucht. Messer herstellen hier. So. Was kenne ich hier noch? Da muss man da einschlagen. Da. Erstmal machen wir regulären Weg. So.
Eine Münze. Okay, interessant. Das ist der große Gewinn. Was Gutes? Hier könnte ein Waffenlager sein. Hört sich gut an. Da 17.38.7. 17.38.7. 17.38.7. Ja. Yeah. Siebzehn, achtunddreißig, sieben, ne? 17.38.7. Hey. So. Mal los. Oh, geil. Das gefällt mir. Drei, vier, fünf. Ah ja. So. Leute, hier runter. Okay, wir folgen den Schienen. Die führen uns zum Hauptweg der Basis. Gefällt mir nicht. Ich weiß. Haltet die Augen offen. Können wir über die Mauer? Ich wüsste nicht wo. Da sind mehr von denen. So. Schauen wir mal kurz. Ja, Leute, dann speichern wir hier ab. Ja, und beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen spannender, glaube ich. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, kommentiert, like, lasst einen Daumen hoch da, lasst viel Liebe da, teilt meine Videos oder teilt das Video und ja, würde mich super freuen. Und wenn ihr Lust habt und ja, mich supporten wollt, dann lasst doch gerne einen kostenlosen Abo drauf, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Das würde mich super freuen. Und so sage ich dann, somit sage ich dann ciao, bis zum nächsten Mal, euer Michael.